eigentlich jetzt gerade. Das war das Schönste. Gerade auch das Mikrofon aber was denkt ihr? Nein. Ist es. Aber was, erstmal bevor die Jury kommt, was denkt ihr über den Auftritt von Ole Ramme? Beste bis jetzt? Schönste Hautbemalung bis jetzt? Kürzeste Haare bis jetzt? Mehr hat er nicht, sorry. Jetzt die offizielle Beurteilung. Bitte, Steffen Weinhardt. Die Gänsehaut hat er verdient, auf jeden Fall. Peinlich. Also ich war ein bisschen... Eine Frechheit ist das. Frechheit. Was machst du denn noch hier? Du wolltest doch schon im Bett sein. Johnny Depp, Depp, Johnny Depp, Johnny Depp, Depp, Johnny Depp, Johnny Depp. Zugabe! Was? Ole, aber du tanzt. Überragend. Ja, wirklich. Also, sogar Domagoj Duzniak, wie er ja anscheinend heißt. Weiß keiner so genau, ob das stimmt. Naja. Die sind am 1. Juni geboren, komischerweise. Naja. Hol dir ruhig Bier. Ole, du bist fertig. Hol Bier. Deine Beurteilung? Ciao. Danke. Ja, meine Beurteilung, ich war ja bisher sehr kritisch, aber ja, Ole war ziemlich textsicher und wie Raffi gesagt hat, man hat ja schon Gänsehaut bekommen bei dem Lied. Also ich glaube, der Schumpf wird Vorteil, wenn die Leute das auch mitsehen können. Und von daher muss ich ihm eine positive Bewertung geben. Ja, hat er verdient.